Hey, was geht ab, Freunde des Netz? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar sprechen wir heute mal über den neuen Mega-DLC-Hinweis, den es jetzt aktuell in GTA Online gibt. Wieder geht los, viel Spaß dabei. Ja, Freunde, was geht ab? Ich bin's mal wieder, Slack. Heute schon mit dem zweiten neuen Video, denn es ist gerade ein neuer Hinweis für das Mega-DLC aufgetaucht, welches wir ja im Dezember bekommen sollen. Wenn du übrigens mal ein Video von heute Morgen verpasst hast, wo ich über die neue Eventwoche gesprochen habe, dann kannst du dir das sehr gerne hier oben rechts anschauen. Denn im Rahmen dieser neuen Eventwoche wurde jetzt auch ein neuer Hinweis für das nächste DLC ins Spiel gebracht. Übrigens, wenn dir das Video heute auch gefällt, teile es doch sehr gerne mit deinen Freunden und Kollegen oder abonniere auch gerne den Kanal für täglich neue Videos. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, lass uns keine Zeit mehr verlieren und direkt mit dem neuen Video anfangen. Also, wie gesagt, es gibt einen neuen Hinweis zum Update im Spiel. Der erste war ja die Baustelle am Casino und der neue ist nun ein mit Unterhose bekleideter Mann, welcher mit einer großen Verletzung am Kopf am Strand liegt. Und ganz in der Nähe ist auch von ihm ein kleiner Koffer. Der Koffer sieht aber eher so aus, als würde man mit ihm in den Urlaub fliegen und das ist vielleicht auch ein wichtiger Stichpunkt. Zudem muss man natürlich sagen, ist es sehr verwunderlich, dass er diese große Wunde am Kopf hat. Das sieht aus, als ob da was am Kopf explodiert wäre oder man irgendwie ihm die Seite aufgeschnitten hätte. Auf jeden Fall wirklich nicht schön, ziemlich brutal. Und man muss sich jetzt natürlich fragen, wieso liegt dieser Kerl nur mit Unterhose bekleidet am Strand? Also wo war der denn vorher, dass er hier hingekommen ist? Ist er vielleicht vom Meer angespült worden? Von einem anderen Ort? Soll das vielleicht eine Map-Erweiterung anspielen? Wer weiß das schon? Das ist nämlich das, was uns jetzt wieder übrig bleibt, dort zu spekulieren, was das wohl bedeuten könnte. Ich habe es ja auch im Video der Eventwoche gesagt, es ist sehr komisch, dass alle Boote im Rabatt sind, denn zum Beispiel sind ja alle Boote von dieser einen Boots-Website 30% billiger und dann gibt es auch noch Rabatt auf die Yachten. Also hat es vielleicht irgendetwas mit dem Wasser zu tun, mit einer Map-Erweiterung, von der er angespült worden ist, oder wurde er vielleicht einfach auf dem Strand umgebracht und dort dann hingelegt? Vielleicht wäre das ja Slack, der mal irgendwelche Videos über eine Map-Erweiterung gemacht hat und der Community hat es dann gereicht, dann haben die ihn umgebracht und einfach an den Strand geworfen. Also was ist da eure Theorie? Schreibt das auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare, wenn mir dazu noch irgendwas einfällt oder wenn es mehr Informationen gibt, dann werdet ihr das hier auf YouTube natürlich als erstes erfahren und deswegen würde ich wie gesagt sagen, abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.